Willkommen zu einer weiteren Folge von Deltarune. Beim letzten Part sind wir durch den Giftsumpf gewandert. Wir sind jetzt auch wieder zu dritt. Und es geht jetzt zielstrebig in Richtung Königin. Wir haben jetzt hier einen Werewire. Und hier besiegt man den, wir halt Toughness beweisen. Er ist nicht ganz so leicht, dieser Gegner. Habe ich dann nur plus 16 bekommen? Ich glaube, man muss erst. Ach stimmt, man muss erst sweet sein. Und ab dann kriegt man jeweils plus 32. Der Gegner ist tatsächlich schwierig. Genauso war's. Nochmal tough sein. Mal heilen. Und beim nächsten Mal sollte ich eigentlich schon genug haben. Boah, das ist ja wirklich schwierig. Aber ich habe jetzt rekrutiert. Jeder ist zusammen, aber der Wind heult immer noch kalt. Du bist mit einer gewissen Kraft gefüllt. Guck, ob der Gegner jetzt wieder da ist. Nö. Ja, so kann man das sich wohl auch einfach machen. Verdammt. Ah, da habe ich das nicht mehr hochgeschafft. Witzigerweise ist genau dasselbe Layout wie das, was wir schon hatten, nur etwas schwieriger. Da ist sie. Königin, hör hier auf. Ah, meine süßen Idiotenkinder. Es ist Zeit, damit ihr meine Weltherrschaft mitbekommt. Mit Novell in meiner Macht. Es ist Zeit, dass es jetzt die einzige Zeit ist, bevor ihr Wille in ihre ultimative Kraft sich verwandelt, um die Welt zu verdunkeln in zu spät. Wir haben schon Novell mit Birdly zusammengebracht. Oh, wer ist das? Birdly, wurde er. Ja, wir haben ihn festgenommen. Mein Kontrollstecker ist jetzt auch für Teenager geeignet. Nun kann die ganze Familie unendliche Servicekraft Kraft genießen. Wie ein Regal mit bösem Gelächter. Wartet dann, wo ist Novell? Gelächter wird mehr bösartig. Oh, ich frag mich. Ich weiß schon die Antwort. Genug schon. Oh, komm. Ich mochte euch beide wirklich sehr. Es ist eine Schande, dass ich euch dazu zwingen muss, dass ihr mir dient. Eine unterhaltsame Schande. Queen blockiert den Weg. Was haben wir denn? Queen hat keine Defense, Birdly. Was haben wir denn? Loosen, Group Loosen, Throw, Red Buster, Dual Heal. Jeder heilen. Oder Schaden oder Group Loosen. Mal Group Loosen. Okay. Ach, Birdly können wir so losen.
Okay. Ein Schild. Guten Toast. Dieser Glas mit Säure gefüllt generiert ihren Schild. Also müssen wir das alles austrinken. Nein, das ist alles meins. Ihr könnt es nicht haben. Queen's Dips for my Acid. Also, Queen nimmt einen Schluck von ihrer Säure jeden Tag. Verbringe Stunden, um die Leuchtrezeptur wertzuschätzen. Unsere Bildschirme sind von lustigen Tieren und mit Süßigkeit gespeckten Spielen. Oh Gott. Ich glaube, es wird Zeit für Heilung. Dual Heal. Oh. Wirklich fast jeder Max ist wirklich gut. Aber hier muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht in eine Ecke drängen lässt. Group Toast. Okay, die Schild ist down. Weiter, Krug losen. Oh. Okay, mit einem HP geht's noch gut. Weiter Coup losen. Okay, es geht in die nächste Phase. Die Attacken werden fieser. Okay. Dual Heal. Und auch weiter defensiv erhöhen. Das heißt, sobald ich low bin, kann ich nochmal. Okay, jetzt kombiniert sie schon Attacken miteinander. Krupp Toast. Oh Gott. Okay, noch geht's mir gut. Ich mach mal Toast. Toast und nur Heilung für Chris. So, das sollte es auch tun. Ah Gott, jetzt stehe ich mich aber gerade nicht gut an. So. Shit is down. Ja, und da kommt direkt das nächste Schild. Mal ein kurzes Vergnügen. Nein. Okay, was auch immer es damit auf sich hat. Oh Gott. Wenn sie selbst drei Attacken miteinander kombiniert. So, Schild ist down. Downloading Ultimate Attack. Failed. Oh.
Wissen gewesen. So, weiter. Kuplusen. Solange wir es noch können. Okay, uns geht's noch gut. Weiter, Kuplusen. Und das sollten wir jetzt geschafft haben. Nicht schlecht für euch naiven Kinder. Was zum... Was machst du? Warum funktioniert mein Kontrollkabel nicht? Danke zu der Kameradennettigkeit ihrer Verschonung. Nun, es ist Zeit, damit ich die Freiheit antrete. Königin, du hast die Nummer 3 gemastert. Aber kannst du gegen 4 von uns bestehen? Rennsimulation für die Nummer 4? Du bist definitiv mein Arsch am Treten. Es sei denn... Oh nein, was ist das? Warte! Warte eine Sekunde, du! Du! Ah! Du! Alles? Wirklich? Ha, gerade jetzt war das nicht ein simples Bravo. Wie weit ist das Kabel? Hat schon all mein Energiesaft absorbiert. Wirklich? Hey, Wirklich, bist du okay? Alles wird dunkel. Nur ein Kiss von einem wunderschönen Gamergirl kann mich jetzt retten. Wirklich? Was? Nun, du hast Bewusstsein verloren und zeugst, aber könntest du jetzt reden? Sorry, auf einmal, ich fühle mich jetzt etwas besser. Ach, das ist schon mal eine Entspannung. Nun, wir müssen uns beeilen und Novelle retten und später. Ah, liebe Susan, so energetisch in ihren Wegen. Ich konnte ihr Herz lesen, Chris, wie ein Lebensbalken. Und es biebt für Liebe. Ha, genug von den Geschichten, Chris. Viel Spaß. Möge die Klugen nicht mit dir sein. Okay. Ja, ich glaube, das hat Ralsei ganz gut beschrieben, die ganze Situation. Okay. Der Ritter, der schreiende Ritter, heute ist er gekommen, um diese Welt zu kreieren, mit seiner langen Hand in dem Himmel, wird er mit seinem Schwert, und er wurde gemacht, um den Springbrunnen von der Erde zu holen, zu durchstechen, besser gesagt. Leider ist die Welt, die er erschaffen hat, in dieser Bibliothek gefangen. Wenn es nur einen Weg gäbe für mehr Dunkelheit, dann könnten wir ja die ganze Welt umschließen. Das ist, wenn ich bemerkt habe, dass die Kraft von dem Gedanke, die Kraft von dem Ehrgeiz, mehr oder weniger, ist das nicht etwas, was alle Leitners haben? Wenn es nur so einfach wäre, genug ehrgeizig zu sein, um nicht mehr einen dunklen Fountain machen zu können. Also dann, der Ritter ist gekommen und has taken its leave. Hat seinen Austritt vollzogen. Und dann werde ich einfach eine neue kreieren. Novell, Liebling, Sweetie, Gravy. Was macht die gigantische Hand? Schön, und wie fühlst du dich über die Weltherrschaft? Oh, Auchi, Mama!
Susi, du kommst, um mich zu retten? Irgendwie, ich hab schon damit gerechnet, dass du es machen würdest. Hast du das? Ich meine, ich nun. Warte. Du kommst hier, um mich, um hier wegzurennen, weil ich, ne? Königin, scheint als ob du die Notiz, scheint als ob du es nicht mehr bemerkt hättest. Der gigantische verdammte Roboter in der Mitte von meinem Palast, das ist nicht gut. Sie ist so komplett unverwundbar. Sie tut die ganze Zeit schon angeben über ihre finale Form den ganzen Tag. Hey. Du denkst, das ist einfach nur ein paar Zentimeter oder ein paar Inches. Sagen wir mal, ein paar Zentimeter zu wachsen hilft dir weiter. Ja. Es ist schön, über die ganze Welt jetzt zu herrschen. Susi, gib auf und. Nun, wenn wir jetzt aufgeben. Susi! Also, was hast du jetzt bei der neuen Form drauf? Wir haben auch eine. Quiz, Ralsei, komm schon. Was macht ihr? Das ist unsere ultimative. Macht eine Sekunde. Nun, wenn jetzt, wo du es sagst. Okay. Es scheint, als ob wir jetzt auf dem gleichen Level sind. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich jetzt nicht mehr zurückhalte. Wir fallen. Irgendwelche klugen Ideen, wie wir jetzt hier wieder rauskommen? Wir können versuchen, unsere Arme zu halten. Mach dir keine Angst. Der Ritter, der in der dunklen Rüstung leuchtet, ist hier. Wörtli? Küss Susi, meine Energie ist immer noch zu niedrig, um euch beim Kampf zu helfen. Also kam ich, um Hilfe zu suchen. Kommt schon, Kameraden. Bei deinem Auftrag gegen die Königin hast du alle Formen von Freunde gemacht, richtig? Unsere Müllmachfähigkeiten. Wir haben jeden modifiziert, um zusammenzuarbeiten. Ich soll dafür auch Kredit dafür im Sinne von auch erwähnt werden. Chris, Susi, haltet euch fest. Euer ultimatives Gruppenarbeit mit einer wunderschönen Basis, mit den stärksten JPEGs, aufleuchtenden Lichtern, Glücklichkeit und Mut, Miaugeräusche, meine Energie, Squeak, also so, ja, Squeak Noises. Geräusche mit dass man sich liebt und aufeinander aufpasst, mit frisch gekochtem, mit Organisation und das Beste von allem, was auch immer das Ding ist. Endlich ein Gegner, den es wert ist. Wer kennt's noch? Ich hab doch meine Items. Ja, ziemlich stark für nur Müll. Also schnell Attacken. Wir können 100 HP heilen und besser ausweichen. Also unsere Attacken. Also ich glaube tatsächlich ist Mercy geht nicht. Hier geht es nur ums Kämpfen. Zeit für die Welt ist vorbei. Nun ist es halt Zeit, um zu kämpfen. Und zwar nur. Da war ja schon Undertale auch so.
dass man da beim Final Boss nur kämpfen kann. Aber man kann auch selber natürlich auch so angreifen. Seid gekommen, damit Novell ihre eigene Stärke realisiert. Ihr Wille, ihr eigene. Boom. 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 Ah, jetzt kann ich hier noch ein bisschen draufhauen. Ah, jetzt macht sie den Doppelangriff. Verdammt. Doppelverdammt. Okay. Selfix. Oh Gott. Okay, jetzt kommen hier normale Kampfelemente ebenfalls drin vor. Letzte Runde. Okay, letzten 45%. Selfix wird immer teurer, by the way. Also jetzt kostet schon 30 TP, also 30% TP. Oh Gott. Jetzt stelle ich mich aber auch Deluxe schlecht an und mich für 40% heilen. Oh Gott. Okay, dann wird Zeit, mich für 50% zu heilen. Finalattacke. Ach Gott. Kampfkraft sinkt. Überhitzung aktiviert. Hör gut zu. Du hast mich zwar besiegt, aber du hast immer noch eine Sache im Besitz. Oder ich habe immer noch eine Sache im Besitz. Du drei wirst niemals haben abnehmbare Hände.
Novell. Schatz. Honey. Sweetie. Krabby. Nimm den Code, den ich dir gegeben habe, und durchbrich die Erde, indem du eine neu überlegene Herrschaft kreierst. Ich. Was ist falsch, Novell? Ich weiß, du würdest damit mich glücklich machen. Oder sollte ich mit den letzten 1% meiner Batteriekraft Susi in 8 Teile zerteilen? Verlassen. Lass Susi alleine. Du glaubst, ihr selbst zuzuhören macht mich glücklich? Nein. Ich werde niemals glücklich sein, nicht wenn ich von dir kontrolliert werde. Warum kannst du das nicht verstehen? Novell. Meine Berechnungen waren falsch kalibriert. Novell. Du widersetzt mich und mit deiner eigenen Kraft kannst du die Welt aussuchen, die dich glücklich macht. Königin, 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 geht's dir gut? Sie hatte keine Batteriekraft mehr. Oder ihre Batterien sind leer gegangen. Ich glaube, wir können jetzt den Springbrunnen jetzt endlich mal versiegeln mit jedem oder richtig. Such nach Bestätigung. Jeder? Königin, sie sagte, such dir eine Welt aus, die dich glücklich macht. Ich will nicht in einer Welt kontrollieren, die von ihr regiert wird. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann frage ich mich, warum die Welt nicht so schlecht wäre. Ne? Susi, denkst du auch nicht so? Nun, jetzt, wo du sagst, Chris, ist die Welt nicht einfach besser? Wir können so viele Freunde hier machen, verstehst du? Ich hatte niemals ein Abenteuer wie dieses zuvor. Mit Echsen, mit Kämpfen und Magie. Wo jeder geheilt wird mit einem kleinen Zauber. Und egal was passiert, niemand wird uns erzählen, was zu tun ist. Ja. Also, wenn Sachen wirklich jetzt gerade gruselig sind, ich meine, also gibt es einen Grund nicht, dass ich nachdenken kann. Ich auch nicht. Dann, Novell, lass mich dich jetzt wirklich ernsthaft mich entschuldigen. Ich werde mein Wille in diesen Schwert hier konzentrieren. Ich werde einen neuen Springbrunnen erschaffen und uns eine helle Zukunft ermöglichen. Eine Zukunft, die nur für uns scheint. Eine Zukunft, wo Licht von der Dunkelheit geboren wird. Stopp! Was? Was in der Welt machst du da? Nun, ich dachte, wir. Stopp! Ich meine, stopp. Bemerkst du jetzt, was passiert, wenn du das machst? Ihr werdet dann schreien. Wenn das Licht bei dem Schatten konsumiert ist, dann wird der Springbrunnen den Himmel befüllen und der Wille fällt in Chaos. Die Titanen werden die Form von den Springbrunnen nehmen und das Land in Zerstörung bringen. Die überlebenden Darkners
zerdrückt von der Dunkelheit, werden langsam einzeln in Statuen zerfallen. Und die Leidners müssen dann mit sich selbst kämpfen. Verloren in der Unendlichkeit, in einer unendlichen Nacht. Ist das deine Idee von Paradies? Oh verdammt, ich wusste das nicht. Du wusstest es nicht. Aber der ganze Plan war Ich bin einfach nur ein Computer, ich weiß nicht alles. Ich habe einfach nur geraten über die Aktion von dem Ritter. Was zum Teufel würde ich wollen, dass hier diese Welt jetzt hier endet? Nun, das ist echt erleichternd. Tut mir leid, nach allem, nach den ganzen Chaos, den ich hier gestiftet habe, Novell. Es ist okay, Beardley, ich verstehe schon. Ich habe darüber nachgedacht, als ich meine Batterien aufgeladen habe. Du kannst nicht die Gefühle von anderen Menschen berechnen. Du verstehst, wie ich mich fühle. Nicht wirklich, LMAO, ich möchte einfach nur, dass Novell nicht traurig ist. Nun, ich bin froh, dass ihr es jetzt endlich versteht. Ich glaube, wir sind ein ziemlich süßes Team am Ende des Tages. Niemand ist jetzt hier im Ausrasten, oder? Kannst du uns dann endlich freilassen? Oh, ja. Susi. Hey, du stehst jetzt endlich... Hey Susi, du hast dich endlich vor der Königin bewiesen. Nicht schlecht. Wirklich? Nun, ja. Nur, ich glaube, dass du bald aufwachen musst, ha? Hä? Alles wurde so intensiv. Ich habe vergessen, dass es ein Traum war. Dann hoffe ich einfach nur, dass ich mehr solcher Träume kriege. Ey, Novell, wenn du aufwachst, nun, ich möchte einfach nur sagen, nun, ich glaube, es ist Zeit, dass wir alle jetzt verlassen. Beende das Programm goodbye.exe oder Tinder goodbye.exe. Ich werde euch alle vermissen. Novell, deine Ehrlichkeit. Susi, dein Mut. Und Chris, deine Entspanntheit. Burley? Es scheint, als ob sie kein Tschüss für dich hat, Königin. Chris kann dich zurück zu unserem Schloss führen. Du und deine Rekruten können dort leben. Oh. Löschen tender-goodbye.exe. Okay, Zeit, um das zu erledigen, wofür wir hier kamen. Hey, Noelle. Wenn du die echt Susi siehst, einfach... Lass sie einfach sagen, dass sie... Schau, sie hat keinen Schwanz, okay? Ha, okay, ich hab's verstanden. Lass uns gehen, Chris. Chris, es sieht so aus, als ob wir hier wieder wären, ha? Huh? Der schreiende Ritter, was auch immer die sind, sie machen hier diese Springbrunnen. Aber ist das wirklich eine schlechte Sache? Seitdem sie begonnen haben, dass sie auftreten, ist alles etwas interessanter geworden, oder? Nun, wir müssen darüber nicht mehr nachdenken. Chris, es ist dein Zug. Es war, als ob deine einzige Seele am Leuchten wurde. Nicht mal die Wahl, wir müssen es machen.
Wir müssen durch das Portal durchgehen. Ha? Warte mal, was passiert? Oh, es war ein Traum, oder? Ein Traum? Das war alles ein Traum? Natürlich! Das muss ein Traum gewesen sein. Solche Gefühle, solche Gedanken. Oh, süße Lady von Gerechtigkeit. Um nachzudenken, wie Susi sein wird. Susi? Susi, was machst du hier? Du hast uns eingeladen zum Lernen. Kannst du dich noch erinnern? Oh, richtig. Ich. Was auch immer, mit denen zusammen lernen, Novell. Himmel zum... Yikes? Wir sind... Nun, ich glaube, wir können es versuchen. Mein Alarm. Ich bin spät hier für meine Arbeit mit Miss Boom. Oh nein, wie spät ist es denn? Nun, adieu jeder, ich muss hier meine Booklogings sammeln. Ah, wie könnte ich die Textur von frisch aufgehobenen Büchern denn so lieben? Nun, lass uns dann beeilen, meine liebe Novelle. Tschüss, Chris, Susi. Tschüss, Chris und tschüss, Susi. Wir sehen uns. Was, Luke, schaust du mich so an? Nichts, tschüss! Was zum Teufel ist ihr Problem überhaupt? Warum tut man jemanden so behandeln, wie als hätte man gerade die Welt gerettet? Chris, hey, warte eine Sekunde, Chris. Wir haben gerade die Welt gerettet, oder? Verdammt, wir sind wirklich Helden. Und niemand weiß davon Bescheid. Ich glaube, es ist aber besser so, richtig? Leute werden ausrasten, wenn sie wüssten, dass die Welt in Gefahr ist. Obwohl, es ist irgendwie schon schade, dass Novell das auch vergessen hat. Was auch immer, lass uns hier rausgehen. Bevor du verlassen hast, hast du alles in dem Raum eingesammelt. Mann, es wird schon spät, oder? Ich glaube, wir sollten nach Hause gehen, oder? Okay, ich habe dir nichts zu sagen. Wenn du nicht selber nach Hause gehen willst, hä? Nun, dann wirst du mich wohl machen, denke ich. Lass uns gehen. Nee. Wir haben noch Sachen vor. Wir können nämlich zur Schule hier zurückkehren. Also ist das euer eure Schlossstadt? Es ist nicht schlecht. Grüß Susi. Von jeder Seite, die ich unterdrückt habe. Danke. Ich werde jetzt euer aufhaltenden Kameraden nun sein. Chris, ich hoffe, ihr habt eine Menge Leute zu besprechen, aber ihr müsst nicht mit jedem Einzelnen reden. Speicher. Und nimm eine Pause jederzeit, okay? Haben wir hier einen Speicherpunkt? Da haben wir einen Speicherpunkt. Du hast das Licht berührt. Du denkst darüber nach, dass du nicht mehr zur Cyberwelt mehr zurück kannst. Du hast es wirklich vorsichtig darüber nachgedacht. Ja, wir speichern ab, können nicht mehr zurück. Wir haben hier alles rekrutiert und wir haben hier alles rekrutiert. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, mit der etwas längeren Folge mal beim nächsten Mal weiter. Es gibt noch ein kleines bisschen Content hier in dem Kapitel. Es ist noch nicht zu Ende, wir können es beenden, aber es gibt noch so ein bisschen optionalen Content, den wir natürlich uns geben. Jedenfalls ist das diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sag an der Stelle, ciao Leute. Wie schmeckt ihr?